Wenn du dich so sehr freust, als ob das gar nicht sowas ist. Dein Handy erkennt dein Face-ID nicht mehr. Hier, das muss in die Nase? Ja, sicher. Ich flüstere rein. Ich hab Angst, das rauszuziehen. Ich guck mir. Hi, ich bin Mike. Schön, dass ihr dabei seid. And with a very special guest today, der liebe Kostas ist da. Hey. Yes. Und da habe ich mir natürlich gedacht, Mensch, very special guest, very special video. Denn eure Hohle Fritte ist ja immer ordentlich am Shoppen bei AliExpress und sonst was und bestellt irgendwelche Gadgets, die vielleicht noch ein bisschen mittelmäßig geil sind. Habe ich gedacht, wisst ihr was? Die probiere ich doch einfach mit dem Kostas mal aus. Und ich habe hier diesen wunderbaren Beutel gepackt. Bist du nervös? Ich will nur mal ganz kurz sagen, dass er mir gerade, bevor wir angefangen haben, das Video zu drehen, noch gesagt hat, oh, ich habe leider diesen Stift vergessen. Mit dem schreibst du und dann feuert er dir richtig eins in die Fresse. Und ich denke mir so, geil, das erste Mal, dass wir uns privat treffen. Und das ist so das Erste, was er mir sagt. Ja, kriegst du gerne was. Okay. Oh mein Gott! Schäm dich! Aber true though. Okay, wir sind ein seriöser Kanal hier. Ja, klar. Und deswegen, okay, da du der Gast bist, darfst du anfangen, du darfst einfach reingreifen. Das ist... das ist um die Zähne zu bleachen oder so. Nein. Oder wenn du dich so sehr freust, ich weiß, als ob das gar nicht sowas ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Natürlich weißt du, was es ist. Ganz ehrlich, die haben 6 Wochen Lieferzeit. Ich habe das am nächsten Tag vergessen, was ich da bestellt habe. Aber das ist doch was. Was im Mund ist, ja. Oder so rum oder so rum? Weiß ich nicht. Soll ich mal pusten? Ja, puste mal. Na, Blasen kannst du aber auch nicht sonderlich. Naja, Sportschlag, okay. Was leicht größer okay, ist der war richtig. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie diese Dinger, die eigentlich zum Zähnebleachen sind, wenn du es so reinsteckst. Aber da ist halt nichts drin. Also. Vielleicht kommt das raus, wenn du da ein bisschen dran saugst oder so. Kannst du das rausziehen da vorne? Also, ja. Hm. Was ist nee, das ist bestimmt einfach überhaupt nicht fürs Gesicht. Und so, eigentlich steht daran, bitte nicht in den Mund nehmen. Ach, guck mal, du musst das... Können wir mal einmal kurz diese Beschreibung appreciaten. Nur 5 Minuten, Fettbrenner, Bauch, Atmen, Trainer, Abnehmen, Körper, Taille, Erhöhen, Lungenkapazität, Facelift, Werkzeug für Gewichtverlust. Gutes Deutsch. So, aber du musst da, glaube ich, du musst das rausziehen und wieder... Fühlst du schon, wie dein Gesicht... Das ist schon ein bisschen anstrengend, aber... Ja? Da guck mal auf dem Bild. Das hat erstmal einfach 1,20 gekostet und sie hat... Du kannst danach nochmal deinen Bauchumfang messen, damit das war. Und so gucken, was funktioniert. Das ist eine Atemübung. Anti-Fett? Ich meine, es kostet nur 1,20, ne? Man muss sagen, sie, das inklusive große Geschäft machen Versand. Sie. Aus China. 1,19 der Versand, 1 Cent das Ding wahrscheinlich. Aber ich denke mir so, sie machen wenigstens das große Geld damit, aber es ist schon so heftige Verarsche. Ja. Also wie kommt man darauf, wenn du ein bisschen atmest, dann so ein Bild reinzupacken, wie sich jemand Bauchumfang messt? Schon brutal. Ich kann mich nicht entscheiden. Es sind nur 4 Sachen da drin. Es sind nur noch 3 Sachen da drin. Wieso sieht alles, was du mitgebracht hast, aus, als müsste man das in den Mund nehmen? Das ist so richtig... Das kenne ich! Weil Mick hat nämlich so ein Bild damit gepostet und hat gesagt, ich arbeite jetzt an meiner Beziehung. Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh! Mein Handy erkennt dein Face-ID nicht mehr! Oh, wie geht das denn? Die drückt das richtig... Oh, guck mal! Aber bei der sieht man die Zähne nicht. Du machst das irgendwie falsch. Guck, bei der sind die Zähne weg. Ich habe das so unter die Lippe gesteckt hier so. War das falsch? Muss ich ja draufbeißen. Ich glaube, du musst die Zähne draufpacken. Oh, guck nicht rein. Ich will nur mal kurz sagen, dass ein Freund hier hinter der Kamera sitzt. Oh. Und, regt sich da was in dir? Normale Geräusche. Also das ist selbst größer, als was du mir zu bieten hast hier. Oh mein fucking Gott. Du musst jetzt... Oh mein Gott, du bist richtig schadenfroh. Du musst jetzt die Flöte. Nee. Okay. Das ist schon aber fremdgehen eigentlich. Okay, du musst aber sagen, ob du was spürst, ja? Oh Gott, ich bin gekommen. Ich bin kärkig für Heike. Ich bin schon ein. Ja, aber das ist das perfekte Thumbnail. Okay. Das. Ich kann dich überhaupt nicht angucken, das ist so lustig. Ja, das muss jetzt reichen fürs Thumbnail. So, damit haben wir die Rollenverteilung bei uns auch geklärt, schon mal ein für alle Mal. Ich glaube, ich nehme das. Das Große. Das sieht schon wieder... Man mag alles hier drin sieht einfach nur falsch aus. Leute, was ist das?
passiert. Einfach so eine Sprungfeder. Hey, Mann, was ist denn das? Neckline Slimmer. Okay, also. Boah, da hängt mein hier. Dein Adamsapfel. Ja, der poppt dagegen. Aber kann, muss man das denn auflegen? Aber so Neckline, das musst du doch. Ja, ja. Ja, das ist sicher, um so einen Stirnacken zu bekommen, oder? Das ist super anstrengend. Press, press, press. Ja, ja. Okay, das fördert das doppelt. Aber voll. Oh Gott, du hast voll die Speckrolle jetzt davor. Der Typ ist so uncharmant, das ist echt krass. Boah, das war richtig teuer. 2,65 Euro. Jeder ordentlich. Ja, Entschuldigung. Halbes Monatsgehalt habe ich da rein. Ja, ja, jetzt hast du auch kein Doppelkind. Okay, drück. Und dabei das ist stark, aber. Das ist schon eine leichte Stärke. Oh, okay, gib dir Schlappi. Geil. Ich bin Schlappi. Das ist meine gut. Ja, ja, ich sehe schon, du bist Frau. Ja, jetzt bist du dran. Okay. Also Körperhaltung ist halt maximal beschissen, wenn die Schultern so nach vorne sind. So, safe, Mann, dein Nacken wird dick, aber... Oh, krieg das gar nicht runter. Trotzdem. Boah, du hast voll so einen trainierten... Ich frag mich auch, du bist doch hier in dem Bereich sehr versiert. Was trainiere ich denn jetzt gerade damit? Du musst es mir sagen, spürst du es nicht? Hier, ich trainiere hier. Siehst du? Ja, ja, ne? Das ist eigentlich alles, was sich hier zusammenzieht. Du kriegst dann so einen Gaston-Nacken. Ne, will ich nicht. Ich dachte, das ist Anti-Doppelkind-Trainer. Ich dachte, da drückt man halt das Fett immer weg hier oben mit oder so. So. Ja, Leute, die sieht. Oh Mann, das warum? Das ist aber übrigens auch eine. Krieg ich. Die immer die ekeligen Sachen. Ach nein. Oh Lord. Das sieht aus wie so ein Plug-in. Das kannst du dir auch. Oh Mann, Mac hat mich gerade schon, bevor wir angefangen haben zu drehen, irgendwie fünfmal verarscht, weil ich finde, du machst das voll gut. So sein Freund war die ganze Zeit, ja, sein Freund war schon die ganze Zeit so, beim ersten Mal hat er noch Mitleid und später war er auch schon so, boah, ist jetzt schon ein bisschen peinlich, Alter, schnallt der überhaupt noch irgendwas? Und ich immer so, ja, okay. Das sagt meine Arbeitskollegin auch, wenn ich auf der Arbeit wieder irgendwelche Scheiße labe oder so, bei irgendwelchen Kollegen, dann sind die immer schon... Glaub dem doch nicht noch. Aber das ist voll der gute Skill. Das ist eigentlich bist du so. Das ist eigentlich, oder? Du bist eigentlich dann. Ich bin der perfekte Mensch. Ja, ich weiß. Ganz so weit wäre ich jetzt nicht gegangen. Ich hätte eher gesagt, so Verkaufsmann vielleicht. Ja. Eigentlich solltest du bei dieser Sache. Ja, ich kaufe das für 1 Euro. Und ich verkaufe das für 50. Mhm. Ich glaube, das macht die Nase schmal. Oh, ich will mir das nicht. Meine Nase läuft eh schon wegen der Halt mal. Wegen der Temperatur. Und ich will mir das nicht. Du hast eigentlich voll die schmale Nase. Danke. Okay. Ich bin der perfekte Mensch. Bis auf meine Man-Boobs hier. Also, ich kann mir ja alles einführen, ne? Aber doch nicht solche dicken Oschis in die Nase. Im Moment. Wie, das muss in die Nase? Ja, sicher. Die kommen von außen hier und das kommt innen. Warum konntest du das nicht ziehen? Boah, guck dir die Oschis an. Das jetzt muss in die Nase. Ich will das sehen. Ich muss einmal hochziehen, aber mir die Nase bald. Nicht, dass ich da gleich voll den Mimmes dran habe. Ich trau mich nicht. Wie rum kommt das? Muss das so rum? Hier, da. Geh weg. Du kannst mir ruhig mal den Spaß lassen. Los jetzt, halt still. Ich fühl's da rein. Wieso bin ich immer der Passwort? Merkst du schon was? Aber es hat jetzt seine Nase nicht wirklich... Kann man das noch irgendwie enger stellen? No, das ist eng genug. Du weißt schon. Das fühlt sich sehr ekelig an. Kannst du atmen? Die Nase? Nein. Das ist der Gay-Trimmer. Wie man besonders gay redet. Hä? Ja, Mann. Das ist das Gegenteil von der Conversion Therapy. Yes. Dann kommen wir sind die Gegner der Kirche. Aber kommen mit diesem günstiger. Ja. 1,06 Euro. Ich hab Angst, das rauszuziehen. Ja. Guck weg. Okay. Also, ich habe das ja gerade nach dir auch noch ausprobiert, ne? Yo! 5 minutes later. Wenn ihr mal so crash jemandem näher kommen wollt, ne, direkt so Grenzen überschreiten, dann macht einfach auch sowas. Okay, warte. Boah, es geht aber schon so. In boah, guck mal, du drückst rein, das richtig, ne? Da hoch. Ja, wette, ich bin ehrgeizig, ich will, dass meine Nase schlank wird. Aber das sieht gut aus eigentlich. Steht's mir? Ja. Das ist eigentlich ein neues Mode-Accessoire. Lass mal so auf die Straße gehen. Ja. Aber dann auch so, da muss man schon überzeugt dabei sein. Ne? Also, wenn Leute fragen, was hast du da am Gesicht? Und so, hä, wieso? In a year from now, you will all be wearing this. Es ist immer so, die Trends kommen immer von den Schwulen. Absolut, das absolut. Ist so. Und wenn dich dann jemand fragt, was hast du denn im Gesicht, sagst du, ja, ich habe mir heute die Augenbrauen ein bisschen nachgezogen. Dass dir das auffällt.
Ich hab sie heute Morgen gezupft und ich hab eigentlich versucht, das unauffällig zu lassen, aber ja. Schön, dass du das siehst. Gott, sind wir scheiße. Eigentlich schade, dass das nicht das erste Item war, weil das wäre schon nice gewesen. Das hätten wir das ganze Video drin zu. Und dann noch den Kindtrainer dazu und sonst was. Hä, das wäre die perfekte Challenge gewesen. Du musst die Sachen immer weiter benutzen. Okay, vergesst, was wir gesagt haben. Wir fangen nochmal von vorne an. Du musst die Abmoderation machen. Okay, du redest und ich bewege den Mund dazu. Ja. So, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr von uns Licht genug kriegen könnt, könnt ihr jetzt auch mal auf meinem auf seinen Kanal vorbeischauen. Alright, dann, ja. Was sagst du noch immer so? Tschüss!